Hallo ihr Lieben da draußen, heute möchten wir euch mal zeigen, wie wir diese Kiste gestaltet haben. Dieses Mal mit einer ganz besonderen Art von Spitze, nämlich mit einer Baumwollspitze. Und wir zeigen euch am besten mal, wie wir das gemacht haben. Schaut mal ein paar Minuten zu, wir wünschen euch viel Spaß. Um jetzt so eine Kiste zu gestalten, braucht ihr erstmal eine Kiste, ist ja logisch. Ich habe jetzt hier so eine alten Teekisten mal von jemandem bekommen. Keine Ahnung, warum da jemand so viele Teekisten hatte, aber diese Kisten sind stabil, die sind richtig schön aus fester Pappe und die kann man toll nehmen, um solche Schatullen eben zu gestalten. Und dann braucht man halt erstmal eine Farbe dafür. Ich habe meine Teekiste jetzt erstmal in Weiß gestrichen. Das braucht man ja nicht immer zeigen, wie das Streichen geht. Aber ich zeige euch die Farbe, die ich dafür benutzt habe. Das ist hier von Lukas Nerchau, also Lukas Krühl Studio nennt sich die Farbe. Da sind 250 Milliliter drin, ist eine super Farbe, super deckend, super haltend. Kann man auf allen möglichen Untergründen streichen. Und damit habe ich jetzt erstmal meine Kiste weiß gestrichen, weil ich ja mit weißem Stoff die Sache beziehen möchte. Mit weißem Spitzenstoff, der so super genial ist. Also die Kiste erstmal gestrichen. So, dann braucht ihr als weiteres erstmal Spitzen, um diese Kiste eben zu bekleben. Ich beklebe die einfach. Da habe ich eine Stickerei gefunden, die solche tollen Baumwollspitzen herstellen. Und gleichzeitig auch verkaufen. Also ihr könnt direkt bei der Stickerei diese Spitzen kaufen. Ich verlinke euch da unter dem Video den Link, wo man bei eBay diese Spitzen kaufen kann. Und da gibt es verschiedene Größen, also Breiten von diesen Spitzen, verschiedene Muster natürlich, verschiedene Farben. Das finde ich so genial, dass das eben gibt es auch total in bunt. Also ich habe jetzt hier nur beige und weiß, weil ich ja im Moment in Weiß arbeite und so, dann gibt es die eben in farbig, dann könnt ihr farbige Blüten damit machen oder farbige Stoffe zum Beziehen kaufen. Und dann habe ich hier eben die verschiedenen Breiten, da habe ich dann eben später meine Blüten für die Kiste draus gemacht. Und dann gibt es natürlich auch so ganze Stoffe, das ist so Meterstoffe für Gardinen oder was weiß ich, wofür man das sonst verwenden kann. Ich nehme es ja nun mal für meine Kisten. Da sind dann tolle entweder Bordüren eingearbeitet und der Stoff eben hier oben noch ein bisschen bestickt oder ihr habt eben ganze Stoffe eben mit einem Muster so bestickt. Den möchte ich jetzt für meine Kiste haben und dann zeige ich euch gleich mal, wie es weitergeht. So, dann müsst ihr euch als nächsten Schritt den Stoff erstmal zuschneiden. Die Breite hier schneide ich mir erstmal zu, wie ich brauche, um die ganze Kiste hier oben zu belegen. Und natürlich dann auch die Länge, um einmal hinten runter zu kommen wieder. Muss ja auch sein. Und dann kann man die erste Bahn dann schon mal aufkleben. Also muss man jetzt mal gucken, wie lang man braucht. Und einfach zuschneiden. So, dann könnt ihr euch die Kiste mit Bastelkleber einstreichen. Ich habe jetzt hier von Umu so einen Bastelkleber, den man für alles Mögliche nehmen kann, der eben alles Mögliche klebt. Und dann streiche ich mir das ein und klebe mir da meinen Stoff jetzt erstmal drauf. Ist auch ganz einfach, man braucht da ja nicht viel können. Kleber einstreichen kann jeder, den Stoff zuschneiden kann jeder. Also ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Es ist alles ganz leicht. Dafür zeigst du das ja jetzt. Und genau dafür zeige ich das. Und ich bin so begeistert von diesen Kisten, ich könnte davon noch 100.000 Stück machen, glaube ich. Jede Kiste sieht wieder anders aus, jede Schatulle. Und ich finde die einfach so schön. So, mein Mann hat gerade gefragt, wo kriegt man solche Kisten her? Ja, das ist wieder das Problem. Wo kriegt man diese Kisten her? Aber ihr könnt so eine Kisten, ja nicht aus dieser Pappe, sondern ihr könnt auch tolle Holzkisten kaufen. Bei so einem Bastelversand, Putinette oder sowas. Oder ihr geht auf den Flohmarkt und kauft euch alte Holzkisten und könnt die dann eben veredeln. Schmuckkisten, alte Schmuckkisten und könnt die dann weiter veredeln. Also ihr müsst jetzt nicht solche Teekisten nehmen, aber ihr könnt auch alte Pappschachteln nehmen, um die zu gestalten. Wenn ihr eine schöne Schachtel, eine, oder
könnte auch eine Metalldose nehmen, glaube ich, geht auch. Also alles, was man irgendwie bekleben und gestalten kann, kann man eben nehmen. Muss jetzt nicht so eine Teekiste sein. Hat sowieso nicht jeder. Ich weiß gar nicht, warum wir die jetzt so viele haben. Jedenfalls haben wir davon ein paar. So, jetzt habe ich meine Kiste erstmal hier oben und natürlich auch hier hinten beklebt. Und so macht man das jetzt natürlich hier ringsrum. Jetzt klebe ich hier auch nochmal was, damit die Kiste komplett mit diesem tollen Stoff bezogen ist. Das brauche ich jetzt nicht zeigen, das mache ich jetzt einmal fertig. So, wenn ihr jetzt alles ringsrum bezogen habt, dann könnt ihr natürlich auch noch so eine, naja, Bordüre oder Zierkante, beim Bau sagt man Zierleiste, wie sagt man jetzt beim Basteln, keine Ahnung. Bordüre. Bordüre rankleben. Das habe ich mir schon zugeschnitten und klebe mir die jetzt hier natürlich auch an. Mit Heißkleber, weil das am schnellsten immer geht. Das jetzt erstmal schnell hier rangeklebt. Und dann kann auch schon der nächste Schritt gemacht werden. Dann kommt wieder meine tolle Perlenkette, die ich hier habe, die mir eine Freundin geschickt hat. Die ist so super toll. Die wird jetzt hier noch so als Abdeckung draufgeklebt. Kann man sich schon mal abmessen, wie lang die sein muss. Und dann wird die hier auch noch mit Heißkleber drüber geklebt, so als grünen Abschluss. Heißkleber ist richtig heiß. Du hast ja auch den Heißkleber genommen. Nicht ja, diesmal nicht den Lohmerkleber, hab den Heißkleber genommen. Weil der länger heiß ist, da kann man länger mitarbeiten als mit diesem Lohmelt halt festgestellt. Also wer langsamer ist, braucht Heißkleber. So. So, und dann hat man einen schönen Abschluss. Und das gleiche mache ich jetzt hier am Rand. Hier habe ich diese Bordüre mir auch schon angeklebt und mache da jetzt auch noch diese schöne Perlenkette mit dran überall. Ich habe jetzt hier nochmal hier oben ringsum solche Perlen geklebt, weil ich die so toll finde. Ich habe das hier an den Seiten gemacht, hinten nicht, weil die Kiste steht meistens sowieso hinten irgendwo gegen. Das wäre jetzt Verschwendung, finde ich dann immer, dass man da dann was gegenklebt, aber hier so an den Seiten und überall. Und guckt euch doch mal diesen schönen Stoff an. Ich finde es so toll, dass die Kiste jetzt mit diesem tollen gestickten Stoff bezogen ist. Macht doch aus so einer Pappkiste schon gleich ein ganz anderes Bild. Und dann kann man auch schon weiter dekorieren. Zwischenzeitlich habe ich mir auch aus diesen tollen Baumwollspitzen der Firma oder der Stickerei Spitzner, habe ich mir auch noch solche Blümchen wieder gemacht. Da habe ich euch schon mal ein Video gezeigt oder in einem Video gezeigt, wie man diese Blümchen macht. Also da hatte ich euch gezeigt, wie man die mit Spitzen oder mit Schleifenbändern macht. Hier habe ich jetzt diese Baumwollspitzen, das sieht nochmal ein bisschen anders aus, weil jede Spitze sieht nun mal anders aus, die man benutzt, oder jeder Stoff sieht die Blüte gleich ganz anders aus. Dann habe ich dieses Mal tolle Schmuckteile damit einarbeiten können, weil ich noch so eine tolle alte Kette gefunden habe. Habe mir da erstmal verschiedenste Blüten zurecht gemacht und die kann ich dann jetzt wieder verwenden, um die Kiste weiter zu gestalten. Ihr könnt auch solche Puscheln mit einarbeiten. Schaut mal einfach in das Video rein, wie man solche Blüten gestalten kann. Und da seht ihr die verschiedenen Varianten, wie man das machen kann. Auch nur ganz einfach mit einem Stein und ein so ein Kreis. Sieht auch gut aus, so eine Blüte. Also dann dekorieren wir damit jetzt einfach mal die Kiste weiter. Ich habe jetzt diese tollen Schmuckteile von einer alten Kette. Die setze ich mir jetzt hier mit auf. Man muss sich nur die richtige Stelle suchen, wo sie hin soll. Also da an dem Punkt. Gut, dann kommt jetzt hier mein Heißkleber überall drauf, damit das Teil auch richtig hält. Und immer schön vorsichtig mit den Fingern. Das Zeug ist wirklich heiß. Da wird richtig alles heiß von. Dafür kannst du auch mit länger arbeiten. Ja, mit Heißkleber. Ja, man kann es da ein bisschen hin und her schieben noch, was man bei Lohmelkleber nicht kann. Da muss man schneller arbeiten, habe ich festgestellt. Aber da verbrennt man sich halt eben nicht die Finger. So, jetzt habe ich mir meine Schließe angebaut, sagen wir mal so. Und dann können die Blüten aufgesetzt werden, die verschiedenen, die ich hier habe. Also hier im Hintergrund sollte erstmal die ganz große mit drauf.
wird auch einfach alles bloß aufgeklebt. Also den Heißkleber kann man für alles verwenden. Einfach diese Blüte hier im Hintergrund. Dann hatte ich verschiedene, die ich nach vorne setzen wollte. Mal schauen, dass man die richtigen sich raussucht. So, die zwei sollen an die Seite und die zwei sollen hier vorne drauf. So. Dann werden die auch noch mit aufgeklebt. Das ist eine tolle Deko für alles Mögliche. Also ihr könnt diese Blümchen überall drauf kleben, wenn ihr irgendwas bastelt. Hier an den Seiten wollte ich jetzt, diese Spitze sieht so cool aus. Die finde ich so genial. Diese Baumwollspitze kannte ich früher noch gar nicht. Weiß gar nicht, kennt ihr sowas? Ich kannte immer nur diese Häkelspitzen. Aber diese Baumwollspitze hier sieht einfach toll aus. Und weil es ja auch neue Spitze ist, die wird ja gerade erst hergestellt, ist die eben wirklich noch schneeweiß, was man bei, wenn man so alte Spitze kauft, die ist dann vielleicht schon vergilbt oder was weiß ich. Also die Spitze hier ist wirklich noch toll, richtig schön weiß. Und die Spitzerei, also die Frau von dem Herrn Spitzner, also Frau Spitzner, passt so super mit dem Namen. Die gibt sich solche Mühe mit den Spitzen. Ich habe mich gewundert, als ich das Päckchen aufgemacht habe, das hat so toll geduftet. Die bügelt die Spitzen noch extra mit Wäschesteife. Und dann ist sie richtig schön steif, lässt sich gut in Form bringen halt, hält die Form eben auch und duftet wie verrückt, wie ein Westpaket, wenn er das aufmacht. Wahnsinn, hab mich so gefreut. So eine tolle Spitze. So, jetzt habt ihr schon mal ein bisschen Deko drauf und dann schauen wir mal, was wir weiter drauf machen können. So, als krönenden Abschluss habe ich noch solche Röschen. Irgendwo mal hat mir eine Freundin auch geschickt von irgendwo, keine Ahnung. Das sind so aus, das ist Schaumstoff irgendwie, fühlt sich ganz weich an. Sind aus Schaumstoffrosen irgendwie, keine Ahnung. Aus dem Bastelladen. Aus dem Bastelladen. Action oder sowas hat sie die, glaube ich, gekauft. War sie extra mal hin und hat die gekauft und mir welche mitgebracht und geschickt. Weil eine Freundin ist. Weil eine Freundin ist, genau. Die Freundin, die mir das mitgebracht hat, sieht das jetzt bestimmt auch wieder im Video. Vielen Dank dafür nochmal. Wow, wow, wow. So, und dann lasse ich meine Kiste so. Manchmal ist weniger mehr. Genau. Und ich denke, so reicht es dann dieses Mal. Ist eine tolle Kiste wieder, finde ich. Und das aus dem Pappkarton. Also ihr könnt einen Pappkarton benutzen oder aus eine Teeverpackung. Eine Holzkiste. Ja, wo kriegt man ein Teegeschäft vielleicht? Kann man da mal fragen, ob die solche Holzkisten oder Pappkisten haben von der Teeverpackung. Oder in Restaurants, die haben wir damals nämlich gehabt. Aha. Naja, jedenfalls haben wir noch diese Kisten unendlich. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Probiert es einfach mal aus. Diese Spitzenstoffe und Baumwollbordüren sind wirklich der Hammer. Ich verlinke euch, wie gesagt, wo man die kaufen kann. Ihr könnt ja mal stöbern. Die Preise sind auch wirklich super, weil die vom Hersteller direkt verkauft werden und kein Zwischenhändler dazwischen ist. Also schaut da rein. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir sehen uns.